Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Resident Evil Revelations 2. So, ich weiß jetzt, das ist nur optional. Ja, ich habe das Wort erstens. Zweitens, ich weiß es. So, der erste. Ich kann da nochmal kurz hingehen. Ja, ich will ehrlich sein, ich habe es halt auch nachgeguckt. Ja, ich habe mich zwar nochmal selber umgeguckt und habe auch selber was herausgefunden. Zum Beispiel den vierten. Und ja, den ersten findet man auch recht leicht. Man muss es halt in der Reihenfolge machen. Wir machen das jetzt mal schnell. So, der erste, den findet man halt ziemlich schnell. Der hat halt kein Grab, ja. Ist halt nicht der da drin. Der zweite ist schwer. Der zweite ist, glaube ich, der hier. Nicht. Der war es noch weiter hinten. Man sieht hier, alle haben dieses Antlitz vorne. Außer der hier, der hat's hinten. Also, mach mal. Hallo? Sie macht es nicht. Da kann ich X drücken. Oder muss ich es da machen? Willst du mich jetzt nerven oder was? Aktivier doch einfach. So. Der dritte war der Nachbar vom vierten. Aber in der Reihe dahinter, also auf jeden Fall die Reihe, und der ist ohne Kopf, ja, den findet man auch sehr leicht. Und dann ist das der hier, warum auch immer der, ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich in der Reihe davor der Nachbar, keine Ahnung, warum es der ist. Das habe ich nicht verstanden. Und halt der ohne Kopf. Dann kommt die Musik und das Tor fährt hoch. So, hier haben wir erstmal eine Waffe. Die MP gegen die TAP. Da will ich das tauschen. Ich dachte gegen die TAP. Achso, ich kann mir aussuchen, gegen welche ich die tausche. Hätte ich das gewusst, ne? Ist auf jeden Fall eine geile MP. So, und hier haben wir noch eine Teilebox. Die kann, ups, sie haben. Und das auch noch was. Ein Saphir. Ach so, was ich auch noch gesehen habe, war das hier. Das war beim Vorbeigehen. Hat das aufgeblinkt. Ja, kann jetzt weitergehen, würde ich sagen. Ist halt ein nettes Rätsel, was man aber nicht machen muss, ne? Also, finde ich geil. Hat halt keine Lust, mich damit jetzt, also stundenlang auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen nicht im Part, weil, ja, ist im Part ein bisschen blöd, ne? Okay, wo sind wir denn jetzt? Erstmal nach oben laufen. Er ist nicht mein Freund. Schon gut. Mist. Hör zu, ich muss dir was erzählen. Mir ist was aufgefallen, als Neil bei uns war. Sein Armreif hat nie die Farbe gewechselt. Ich meine, die lebenden Toten sind von überall herangestürzt. Er musste doch Angst haben. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Verstanden? Ende der Diskussion. Ende der Diskussion. Also hatte er nicht Angst, oder? Oder bezweifelt sie jetzt, dass die Farbe sich nicht geändert hat? Diese Liste. Neil hatte sie auf der Party. Burton, Chavez, Redfield. Da stehen alle unsere Namen drauf. Nein, er hat TerraSafe verraten. Claire, es tut mir echt leid. Hey, sie!
die beste Kandidatin isoliert. Gute Arbeit. Jetzt sind Sie an der Reihe, Ihr Versprechen einzuhalten. Was haben Sie? Sie wollten eine Ouroboros-Probe. Jetzt haben Sie einen Schoßhund. Sie wissen einen Scheißdreck über mich. Ich weiß, dass Sie Lansdales Marionette waren. Als Weltruf vor 7 Jahren die Terra Grigia-Panik auslöste, hielt die FBC die Fäden in der Hand. Der alte Mann ging drauf, aber er war schlau genug, zuvor seine Nachfolge zu regeln. Sie haben mich benutzt. Weil Sie ein Idiot sind. Sie dachten, Sie könnten eine neue Terrorismusgefahr inszenieren, um die FBC zu legitimieren. Ein Ungeheuer wie Sie könnte das nie verstehen. Claire? Weinst du etwa? Nein, ich sehe jetzt nur einiges deutlicher. Ist das jetzt gerade eben passiert oder ist das nur eine Aufzeichnung? Oh Gott. Stuart. Erstmal Nils Kandidatenliste. Also Stuart. Ich habe eine Liste der TerraSafe-Mitglieder zusammengestellt, die am besten für diese Runde der Experimente geeignet sind. Sie haben alle Erfahrungen mit Bioterrorismus und Viren. Die psychologische Beurteilung haben alle mit Bravour bestanden. Sie alle haben unaussprechliche Gräuel erlebt und sind in einem Stück davongekommen, was auf eine starke Resistenz gegenüber emotionalem Trauma hindeutet. Nummer 6. War zwar nie direkt in Bioterrorismus-Ereignisse involviert, aber ihre Testergebnisse waren vielversprechend, also habe ich sie ebenfalls mit aufgenommen. Alles in allem denke ich, dass dies eine starke Kandidatenliste ist. Ich bin sicher, sie werden mir da zustimmen. Es liegt jetzt alles in ihrer Hand. Ich werde da draußen sein, falls sie irgendwas benötigen. Neil Fischer, Claire Redfield, Gabriel Chavez, Gina Foley, durchgestrichen. Moira Burton, Pedro Fernandez, durchgestrichen. Natalia Korda, durchgestrichen. Edward Thompson. So, Nummer 6, also Moira. Oh, guck mal hier. Können wir gleich auf die packen? Ein Brief an meine Genossen, an meine Mitvisionäre. Die Zeit ist endlich gekommen. Alles kam so, wie ich es gesagt habe. Was jetzt noch bleibt, ist die Erfüllung von ihrem Teil der Vereinbarung. Und dann kann ich abschließen, was wir vor 7 Jahren begonnen haben. Nur eine kleine Probe ist alles, was ich brauche, um die Welt zu verändern. Aber die Welt verändert sich bereits. Und nicht in eine gute Richtung. Die jüngsten Ereignisse in Afrika sind ein Beleg dafür. Solch Wahnsinn wird sich wiederholen, bis außer Trauer und Verzweiflung nichts mehr übrig ist. Die Welt braucht jemanden, der das Ruder ergreift und sie durch diese stürmische Zeiten führt. Lansdale hatte natürlich recht, was er in Terra Griag versuchte. Sie nannten ihn einen Schurken, aber er ist ein Held. Er versuchte, uns zu retten. Ich verstand das, genau wie er auch. Ich werde alles tun, was nötig ist, um seine Vision Realität werden zu lassen. Er als einziger erkannte, dass Opfer notwendig sind, und dass Gutes darauf aufgebaut werden kann. Selbst wenn das bedeutet, mit dem Teufel persönlich Handel zu treiben. Mit dem Teufel handelt man nicht, mein lieber Kumpel. War hier was drin? Oh. Ja, raus, ne? Ich schätze, die wollen, dass wir da reingehen.
Ich dachte, es war richtig, was ich tat. War es nicht. Geh weg von mir! Die FBC kann nicht wiederbelebt werden. Ich habe Lansdale enttäuscht. Ouroboros ist nicht der Tod. Wie es durch sein Auge läuft, sieht cool auf. TerraSafe soll Menschen retten! Steckt doch im verdammten Namen! Wir werden Menschen retten. Durch Furcht und Macht. Die ganze Welt wird gerettet. Du solltest hoffen, dass jemand dich rettet. Sie sollte halt auch nicht ins Feuer laufen. Oder halt im Weg stehen. Was geht mit der Waffe? Alter. Die ist geil. Nein, 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 nein. Ich glaube, er muss das hier mal angreifen, oder? Oder kann ich ihn noch anders... Hey, du Penner, komm her. Upsala. Oh, Magnum-Munition. Aua. Ich habe jetzt gleich keine Munition mehr. Oh. Ah.
Alter. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Oh, ich will eigentlich auch gar nichts sagen, weil das gerade so mega cool ist. Was? Ich finde den Bosskampf gerade richtig geil. Bin mega geflasht. Oh Gott, ich dachte schon. So, spring mal runter. Hallo? Machst du bitte? Nein, nicht das. Schrotflintmunition, nice. Ja, eine Pistole habe ich jetzt leider nicht mehr. Da ich jetzt aber weiß, dass das nicht so geht, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, ist das schon mal gut, dass ich jetzt weiß, wie es geht. Oh Mann, komm schon. Und das ist gut, dass ich so viel habe zum Heilen. So, ja, jetzt macht er das wieder. Nein. Mach hier hin. Komm schon. Schieß auf mich. Ah, kann ich die eigentlich zerstören? Ja. Jetzt laufe ich einmal nach dahinter und zwar zu dem nächsten. Oh mein Gott. Oh, er verbrennt. Wir schießen einfach mal mit der rauf, weil ich finde die mega gut, die Waffe. Er warte, du verlierst da was. Ich treffe nicht. Sind hier jetzt überhaupt noch so eine Zeile? Oder was? Was soll ich denn jetzt machen? Oh, guck mal da hinten. Nein, wir uns einmal. Hier steht ja wieder einer. Oh mein Gott, wo ist der hin? Ey, der Kampf ist so intens. Nein, hör auf. Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Jetzt mal im Ernst. Wir werfen einfach mal so eine Köderflasche. Ey, du Penner, geh da hin. Wow, er ist halt nicht hingegangen. Geht die bei dem nicht? Jo, wahrscheinlich. Irgendwie funktioniert die bei dem nicht. Das finde ich jetzt sehr schade. Ich habe halt noch die hier.
Ey, du Penner, du verbrennst, Mann. Kann mir irgendwer sagen, was ich machen muss? Nein? Schade. Oh, warte, da ist so das sein Teil. Sein Teil ist gekommen. Oh, jetzt ist wieder weg. Cool. Jetzt habe ich wieder keine Munition. Hier liegt halt auch nichts. So, ja, ich habe das bisschen geschnitten bis hierhin. Hat man wahrscheinlich gemerkt, ja. Schätze mal schon. Welche soll ich denn... Ja, bald auch nur Müll. Jetzt mal im Ernst. Was hat die noch? Feuerrad und Schaden. Was hat die hier? Kapazität, ja, machen wir beides auf die rauf. Geht nicht, warum nicht? Dann halt auf die hier. War die ist voll, Mist. Ja, ist eigentlich egal. Ich werde das jetzt auch wieder zusammenschneiden, ein bisschen. Also, das ist halt zu lang. Kommt jetzt wieder die Sequenz oder nicht? Na, ich werde mal gucken, wie ich das zusammenschneide, ne? Wow, ich habe jetzt vier so eine gelben Teile gebraucht. War das vorher auch vier? Hier sind doch schon sehr viel, oder? Nein, lass schnell danach. Verdammt. Ich glaube, das war ziemlich viel, was ich geschafft habe. Er hat halt jetzt schon seinen Arm. Hatte er aber eben auch schon so früh, ne? Okay, es ist irgendwie, wenn ich ihnen auch Schaden zufüge, verbrennt er nach einer Zeit irgendwann auch. Dauert halt nur recht lange. Ich habe jetzt halt auch nichts mehr. Ich habe noch meine ganzen Flaschen. Also nichts mehr an diesen Sachen da. So, die hatte viel, ne? Hatte die viel Schaden oder die andere? Muss ich ihn am Arm treffen oder ist es egal wo? Oh bitte, ich könnte kotzen gerade. Bist
Pistolenmunition brauche ich halt gar nicht. Wo ist die Pistolenmunition? Die können wir ihr geben. Ja, ich heile mich ja schon. So, lauf mal hin jetzt hier. Noch mehr Schrotflintenmunition. Boah, von mir aus. So, Brandflaschen sind, denke ich mal, gut. Das war der Explosive. Oh. Er qualmt halt nicht mal annähernd. Er hat mich einfach dadurch getroffen. Nice, richtig gut. Nein! Komm, du brennst doch, Mann. Oh, ich muss mich heilen. Ich finde das Schwarze, was sich so bewegt, richtig nice. Das sieht richtig cool aus. Und wo es da in der Sequenz auch bei ihm durchs Auge ging, oder ins Auge irgendwie, sah halt richtig cool aus, ne? Ich glaube, wir müssen nach oben. Das wird es sein. Jetzt haben wir sie. Anscheinend sind wir da. Gucken wir, was draußen ist. Glaube ich. Geht's dir gut? Kannst du stehen? Oh, Scheiße! Hinter dir! Ah! Ich habe, was ich brauche. Nichts wird mehr zwischen uns kommen, meine Süße. Du und ich werden gute Freunde sein. Wir werden innig miteinander verbunden sein. Was? Die werden... Was? Verbunden? Innig miteinander verbunden sein? Was will sie denn machen, bitte? Oh mein Gott. Krank. Ja, ganz viele Ziele erreicht. Ja. Treffergenauigkeit 88%. S-Rang, ey. Neuversuche. Ja. Das hat Spaß gemacht, tatsächlich. Hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. 14.500 haben wir. Dann hier auf jeden Fall das hier und das da und keine Ahnung. Ja. Ich könnte vielleicht noch was
doppelt machen, oder? Das brauche ich nicht mehr wirklich. War die Zeit, um den Partner zu retten. So oft sterben die bei mir jetzt auch nicht. Das wäre ganz in Ordnung. Ach, nur mit dem Brecheisen? Oh mein Gott. Dann war das doch nicht so schlau, das zu kaufen. Merke ich gerade mal so. Ich würde sagen, wir holen uns einfach das hier. Und dann holen wir uns das, weil dann machen die eine weitere Distanz beim Ausweichen. Das gefällt mir doch schon sehr. Nachdem sie Waffen gewechselt haben. Wir haben halt jetzt noch 1000 und die 1000 will ich nehmen. Ich gucke nochmal schnell durch. Haben wir noch was mit 1000? Außer das da. Ja, das hier. Ja, wir nehmen das. Zack. So. Und ja. Dann war es das für diesen Part hier. Gleich, weiß ich nicht, kommt jetzt die Einleitung von Barry wahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich hat der Part gefallen. Und dann geht's mit Barrys Story weiter in Episode 3. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Bis dann und ciao.